Guten Morgen und eine wunderbare neue Woche wünsche ich dir. Ich hoffe, du hast das Wochenende genutzt, um dich zu erholen und um ja Kräfte zu sammeln für die neue Woche und startest jetzt voll neuer Energie und Power in eine wunderbare neue Woche, die dir viele neue Erkenntnisse bringen wird. Ich möchte dir erzählen, welche Interviews heute in meinem Online-Kongress zum Thema passives Einkommen dran sind und hoffe, du bist dabei und schaust dir die Interviews an. Heute geht es los mit dem Interview von Daniela Schul und von Gunnar Kessler. Heute also nur zwei Interviews. Dazu gibt es auch noch einen Mindset-Impuls von der grandiosen Nana Pfeiffer, die dich dabei unterstützt, deinen Fokus auf Erfolg zu legen und wirklich ins Tun zu kommen, dran zu bleiben und die Dinge umzusetzen. Was erzählen dir Daniela und Gunnar? Daniela Schul ist seit vielen Jahren Gründungsberaterin und unterstützt Menschen dabei, sich ein eigenes profitables Business aufzubauen. Seit einiger Zeit hat sie da den Fokus für sich selber und auch für ihre Coaches auf das Internet gelegt und unterstützt die Leute darin, sich nicht nur ein profitables Geschäftsmodell, sondern ein profitables Online-Business aufzubauen. Daniela sitzt dafür sogar in Jurys und bewertet die Geschäftsmodelle von angehenden Jungunternehmern, sodass Daniela wirklich einen Haufen Expertise mitbringt und in unserem Interview genau erklärt, wie man sich ein gut skalierbares und funktionierendes Online-Business aufbaut. Wenn du also starten möchtest, ist es auf jeden Fall ein spannendes Interview, was du nicht verpassen solltest. Gunnar Kessler ist heute auch wieder mit dabei. Gunnar war vor einigen Jahren noch als Topless-Kellner in irgendwelchen Bars unterwegs und hat damals nicht so richtig viel Geld gehabt. Nachdem er erleben musste, wie ein Arbeitskollege tödlich verunglückt ist, der ihm vorher immer erzählt hatte, was er alles in der Rente vorhat, hat er beschlossen, sein Leben auf keinen Fall auf die Zeit nach der Rente zu verlegen und heute nach Möglichkeiten zu suchen, sich auch in finanzieller Hinsicht sein Leben so zu gestalten, dass er so frei leben kann, wie er das möchte. Gunnar hat angefangen, mit Informationsprodukten über das Internet Geld zu verdienen und nachdem das grandios gelaufen ist, hat er auch in seinem Freundeskreis erzählt, wie das funktioniert. Da immer mehr Leute von ihm wissen wollten, wie man damit Geld machen kann und auch immer mehr Leute vorzeigbare Erfolge hatten, hat Gunnar daraus einen Kurs entwickelt, um möglichst viele Menschen erreichen zu können, damit viele Leute von diesem Wissen partizipieren können. Dieses Wissen hat er in unserem Interview einfach auch schon mal zusammengefasst und komprimiert und da ganz tiefe Einblicke gegeben, wie das funktionieren kann und bietet ansonsten auch in seinem Digital Moneymaker Club den Leuten die Möglichkeit an, verschiedenste Geschäftsmodelle zu erlernen, um sich ein funktionierendes Online-Business aufzubauen. Dann gibt es heute Abend neben diesen beiden Interviews, die heute von 10 bis morgen früh um 10 für dich verfügbar sein werden, auf der Facebook-Fanpage der Vermögensakademie ein Interview, was ich mit Lars Frobbel schon aufgezeichnet habe. Lars ist der Experte zum Thema Peer-to-Peer-Kredite in Deutschland und hat mich bei meinen ersten Anfängerschritten auf der Peer-to-Peer-Plattform Mintos begleitet, mit mir gemeinsam ein Konto angelegt und meine ersten 100 Euro auf Mintos investiert, sodass ich jetzt auch stolze Peer-to-Peer-Investoren bin. Und ich kann euch sagen, bei 100 Euro bringt es natürlich nicht so furchtbar viel, aber ich habe schon eine stolze Rendite von fast 10%. Also wirklich eine sehr spannende Sache. Wenn auch Lars und auch ich jetzt immer wieder betont, Peer-to-Peer-Kredite sind ein sehr risikoreiches Invest. Das heißt, stecke auf keinen Fall all dein Geld da rein, sondern einen kleinen Anteil, 3 bis vielleicht 10% deines verfügbaren Geldes, was du investieren möchtest. Dann kannst du dort die tollen Renditen mitnehmen, ohne ein zu hohes Risiko für dein Gesamtportfolio zu fahren. Außerdem ist heute natürlich auch wieder die Challenge von Leon am Start. Heute gibt es die vierte Challenge-Aufgabe und auch die steht dir für 24 Stunden zur Verfügung, sodass ich sehr hoffe, dass du dabei bist, die Challenge ergreifst, um den Weg eines Online-Kurses für dich als Möglichkeit zu verwenden, passives Einkommen aufzubauen. Ich hoffe, dass das nur eine von vielen Möglichkeiten ist, die du angehen wirst, aber vielleicht jetzt
die erste, die dir mit der Challenge einen sehr leichten Einstieg in das ganze Thema bietet. Also sei auf jeden Fall dabei, pack alle Chancen, die ich dir hier biete, am Schopf, strukturiere sie allerdings und mach es nacheinander. Alles gleichzeitig wird nicht klappen. Aber ich bin mir sicher, dass du in einem halben Jahr an einem ganz anderen Punkt stehen kannst und wirst, wenn du wirklich mitmachst und dich hier nicht nur inspirieren lässt, sondern die Dinge wirklich umsetzt. Von daher, dir einen fantastischen Montag, ganz viel Freude mit den Interviews. Ich freue mich, wenn du hier den Zusammenfassungen der Interviews ein Upvote gibst, sie restreamst, mir sehr gerne auch auf Facebook folgst und natürlich vor allem auch am Kongress teilnimmst und sehr, sehr gerne auch deine Freunde einlädst. Mach es gut, wir sehen uns hoffentlich im Kongress.